Moin Moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Death Door für die Xbox. Wir haben uns in der letzten Folge einfach mal ein bisschen verbessert, ein paar Skillpunkte gekauft, beziehungsweise einen Skillpunkt gekauft und ja, ich weiß nicht, ich glaube, wir gehen jetzt auch wieder hier rein, ne? Und verloren nicht drauf und gucken, ob wir da weiterkommen. Denn wir haben ja unsere Seele noch nicht gefunden, unsere große, glaube ich. Wenn ich es richtig verstanden habe, werden wir noch mal reingehen müssen. So. Mal gucken hier, da war das Schwert, was. Okay, gut. So, gucken wir mal, wo wir jetzt hinkommen hier noch. Oder ein anderer Weg auftut für uns. Nein. So. Sein Leben verloren ist aber nicht so schlimm. Ich weiß leider nicht mehr, wo wir genau hin sollen, weil wir haben ja das Dings besiegt da, den großen Turm. Den müssen wir nicht nochmal besiegen. Aber es ging hier auch nicht weiter, oder? Doch, da ging es doch rüber, genau. Kann man rübergehen? Hier geht's zum Gipfel. Okay. Behaupt mal, wir müssen zum Gipfel kommen. Aber warte mal, wo geht's denn hier längs? Hier geht's zu überwucherten Ruinen. Da kommen wir noch nicht durch, wie man sieht. Sonst fehlt da noch was. Okay. Ich weiß gar nicht, wo sollen wir denn bloß hier hin? Guck mal, da ist noch so ein Ding. Aber da komme ich nicht. Es gibt bestimmt irgendwas, womit wir da noch hinkommen. Aber wir wissen es noch nicht. Rüber. Da haben wir eine Pflanze rein. Haben wir noch irgendwas dafür? Nee, haben wir nicht. Okay. Da ist ein Schlüssel. Dafür brauchen wir, um den Schlüssel zu bekommen, brauchen wir einen anderen Schlüssel. Gucken wir mal, wo wir hinkommen. Was ist das hier oben? Ah, achso. Ich hoffe, es ist kein Gegner. Das ist der Typ, der mir die Seele geklaut hat, oder? Oh, hallo Grünschnabel. Das mit dem Schlag auf den Kopf tut mir leid, aber ich brauchte diese Seele. Weißt du, ich war auch mal ein Schnitter, genau wie du. Vor Jahren ist mir mein Auftragsziel durch die Lappen gegangen. Ich habe viele Monate gebraucht, um es an diesem Ort hier aufzuspüren. Als ich ankam, musste ich feststellen, dass es irgendwie durch diese Tür gegangen war. Unvorstellbar. Weißt du, wo wir sind, Grünschnabel? Nee, weiß ich nicht. Wo sind wir denn? Die Tür des Todes! Gut. Hier findet alles Leben sein Ende. Ich dachte, das sei nur so eine Geschichte. Wie du weißt, werden alle Türen mit Seelenenergie betrieben. Vielleicht könnte mit einer wahrhaft gigantischen Aufwand an Energie sogar diese hier gezwungen werden, sich zu öffnen. Leider hat die Seele, die ich dir gestohlen habe, nicht ausgereicht. Ich fürchte, unsere Schicksale sind jetzt eng miteinander verflochten, Grünschnabel. Da deine Aufgabe nicht erfüllt wurde, ist dein Tod jetzt nämlich unvermeidbar. Ohne die Seele, die sich jetzt jenseits der Tür befindet, sitzt du in der Falle, genau wie ich. Aber vielleicht ist uns ja das Glück noch hold. Dieses verfluchte Land ist erschnitten verborgen und in gewisser Weise unberührt von den Gesetzen der Natur. Die Kreaturen, die dort leben, können weitaus älter werden, als ihre Lebensspanne eigentlich vorsieht, dabei werden sie immer größer und mächtiger. Ich weiß von drei solchen Wesen auf diesen Inseln, deren kombinierte Seelenenergie uns die Kraft verleihen könnte, diese Tür aufzubrechen. Im Norden lebt eine alte Hexe, die besessen ist von dem Gedanken, den Fängen des Todes zu entrinnen. Jenseits der Wälder im Osten wohnt ein selbsternannter König, der über die Ruinen einer überfluteten Kathedrale herrscht. Und auf dem Berg im Westen gibt es ein steinaltes Untier, primitiv und bösartig, das weder Wunsch noch Sehnsucht kennt. Es tut mir wirklich leid, dass ich dich damit hineingezogen habe, Grünschnabel. Doch durch meine Fortschritte. Doch durch mein fortschrittliches Alter ist mein Körper ermattet. Du entscheidest jetzt über deinen Weg.
Du kannst dich in der Wildnis begeben und diese Riesenseelen ernten. Oder du tust gar nichts und erleidest dasselbe Schicksal wie der alte Idiot, der hier vor dir steht. Brauchst du einen Rat, wohin du jetzt wenden sollst? Achso. Okay, wir gehen Richtung Norden. Das bringt natürlich hier nichts, da komme ich natürlich nicht weiter. Okay. Hättest du mir auch irgendwas schenken können, irgendwie noch eine ultimative Macht oder sowas. Okay. Dann gehen wir mal Richtung Norden zur Hexe. Nehmen wir mit. Noch schon mal einen Schlüssel. Wer weiß, wofür wir den brauchen. Warum der jetzt runtergegangen ist, wahrscheinlich hätte ich erst mit ihm reden sollen. Aber ich brauche es bestimmt für diese Tür. Super. Mal gucken, was hier steht. Hier geht's zur Villa der Uhrenhexe. Okay, das ist wahrscheinlich die Hexe, die gemeint ist. Wir gehen erstmal hier längs. Vielleicht können wir noch ein, zwei Sachen sammeln vielleicht. Oder auch nicht. Brauchen wir einen Schlüssel? Diese Tür zu öffnen erfordert einen Schlüssel. Ja. Gibt da irgendwas? Ich kann auch nicht drehen, einfach mal so, ne? Selber drehen kann ich nicht, okay. Das macht dann automatisch, das Drehen. Das ist ja ärgerlich. Das wäre ja cool gewesen, wenn er mir irgendwas zeigen würde hier. Macht er aber nicht. Ich kann nicht irgendwie anders drehen, ne? Ne. Schade, schade. Das wäre schon ganz cool. Na gut, gehen wir hier hoch. Gehen wir durch die Tür. Da ist noch ein Schalter, den nutzen wir hier. Oh, guck mal, gibt es eine Abkürzung bestimmt. Perfekt. Wo kommen wir da hin? Ach, okay. Sind wir wirklich in der Abkürzung ziemlich am Anfang wieder, wo wir durch die Tür kommen können. Okay, wir gehen trotzdem mal hier zu hoch. Los. Ninja! So. Ach, hier. Okay, dann gehen wir da rein zu der Eulenhexe. Oh, warte mal ganz kurz. Muss mal kurz zurückgehen. Was sehe ich denn da? Komm raus da. Da ist doch irgendwas. Kann ich da nicht hinkommen? Nee, kann ich nicht. Okay. Gehen wir erstmal da rein. Okay. Sieht groß aus. Das ist ein Dungeon, ne? So eine Art Dungeon. Nicht cool. Dann gehen wir hier rein. Das war's schon, okay. Schalter. Okay, da brauchen wir wahrscheinlich zwei Lampen, die angemacht werden. Damit man da hinkommt. Hier vielleicht noch. Aha. Okay, kann ich hier eine Karte sehen? Gibt es da so eine Karte? Gibt es echt keine Karte? Ich gucke mal kurz, ob ich noch irgendwelche Knöpfe drücken kann, um eine Karte zu bekommen. Ne, keine Karte. Okay. Oh, Fahrstuhl. Gefangen wie so ein Kanarienvogel. Okay. Hm, gehen wir hier durch. Da ist was drin. Oder ist nichts drin? Soll ich den Büsch ausmachen? Nein. Okay. Gut. Dann müssen wir hier längs gehen, glaube ich. Alter Raum. Meine Blätter verloren. Warum kann ich nichts machen? Kann ich das Wasser? Nee, kann ich nicht. Okay. Hätte sein können. Die Dinger müssen auch aufhängen, was sein. Oh, da leuchtet was. Was ist denn? Verbrenne deine Waffen und verbreite Freude. Da
Hemd, deine Waffen. Ach so, warte mal. Nee. Kann ich ja durchschießen? Durchs Feuer? Aha, okay. Ah, ist doch von Zelda. Von Zelda, sag ich schon. Von Zelda so ein bisschen, ne? Na gut, oder? Das ist ja schon lästig wieder. Also, ich mag ja so eine Rätsel, ne? Die mag ich ja. Hier gibt's doch nichts anderes, okay. Da kommen wir nicht durch. Ich glaube, da brauchen wir noch eine extra Fähigkeit, um da reinzukommen. Ich kann mir gut vorstellen. Hier geht's zur Villa der Uhrenhexe. Na? Uhrenhexe, nicht Uhrenhexe. So. Oh, warte, da geht's runter. Was ist ein Kreuz? Okay, das darf man nicht. Okay, okay, okay. Na gut, aber das sieht ja aus, ob man da irgendwann auch eine Fähigkeit hat, um da rüber zu kommen. Aktivieren wir gleich. Oder aktivieren wir jetzt? Ach, guck mal, dann können wir schon einmal nach Hause und uns vielleicht noch Leben holen wieder. Habe ich eigentlich irgendwas eingesammelt, was noch nützlich ist für uns? Ich weiß nicht, wie viel wir eingesammelt haben. Müssen wir mal kurz gucken. Irgendwas ist, was wir gebrauchen können? Alles schön. Ja, gesehen habe ich es. Okay, wir haben nichts eingesammelt. Gut, dann müssen wir noch ein bisschen mehr einsammeln, bevor wir da eine neue Fähigkeit oder irgendwas bekommen können. Aber schon mal ein paar mehr Abkürzungen. Das ist natürlich cool. Los, rein da. Aber jetzt haben wir wieder volles Leben, das ist schon mal gut. Für uns. Für die Hexe nicht. So, wir gehen einmal hier längs. Alles absuchen hier. Ich dachte, die geben. Ach, mal da oben ist wieder so ein Dings, was uns Punkte gibt. So eine Seele oder was es ist. Keine Samen, wir gehen was einpflanzen, aber ich hab nichts. Oh. Oh, sei gegrüßt, du schnabelnasiges Wesen. Deine Sorte sieht man wirklich nicht oft auf diesen Inseln. Gewiss bist du hier, um eine Seele zu holen. Aber hoffentlich nicht meine. Wie dir noch sei, offenbar haben sie unsere Wege zur rechten Zeit gekreuzt. Es mag dir aufgefallen sein, dass ich mit meinem ungewöhnlichen Flug behaftet bin. Sehr unangenehm ist das. Bewerte mich nicht aufgrund der Form meines Kopfes, sondern aufgrund des Nährwerts der daran befindlichen Suppe. Topfkopf. Ein einfallsreicher Name. Hallo, Herr Topfkopf. Doch, wo bleiben meine Manieren? Ich bin hocherfreut, deine Bekanntschaft zu machen, Schnabelnase. Es hat den Anschein, dass meine Reise zum Stillstand gekommen ist. Es ist mir nicht gelungen, die von mir liegende Barriere zu überwinden und die eisernen Tore aufzuschließen. Wenn du mir helfen könntest, dieses Problem zu lösen, stünde ich tief an deiner Schulter. Wir könnten den Weg fortsetzen. Gemeinsam. Probieren wir. Lass mal alles erforschen hier. Na gut, das sieht ja auch nicht ganz so schwer aus. Kann ich da drüber schießen eigentlich? Nee, kann ich, okay. Warte. Und jetzt? So. Ach, Alter. Vorher müssen wir denn hier schießen. Okay. Ein paar noch. Oh nein.
So. Mal ein bisschen was bekommen, aber nicht so viel. Leider. Also wir müssen auf jeden Fall irgendwie nochmal Leben bekommen. Wir müssen auf jeden Fall einen Samen. Ich habe da drüben schon einen Samen gesehen. Vielleicht können wir den nochmal schnell schnappen gleich. Man weiß es nicht. Was ist hier schon mal? Krug, das ist gut. Was steht da? Der Garten der Freude. Na gut. Da freue ich mich auf jeden Fall über den Garten der Freude. Okay, das sollte man vielleicht nicht tun. Aha, aha. Aber davon geht die Mauer kaputt. Das ist schon mal gut. Kann ich das Ding nicht kaputt schießen? Doch, guck mal. Okay, das müssen wir natürlich wissen. Und zwar Abkürzung, aber... Wann müssen wir hier aus dem Feuer schießen? Trotzdem brauchen wir mal Leben langsam wieder. Okay, listen! Hier durch. Ich habe nur noch zu wenig Leben, ne? Wie man sieht. Aber hier war doch irgendwas im Garten. Ist da irgendwie. Da muss man diese, die muss man irgendwie aktivieren können, da diese Portale. Aber hier haben wir zumindest schon mal einen Samen. Und den können wir pflanzen. Ist die Frage, ob man hier hinten irgendwo pflanzen können? Noch oder ob ich wieder einmal zurücklaufen muss? Da ist noch ein Samen da hinten. Ich muss einmal kurz gucken, ob wir irgendwie noch einen anderen Weg finden. Gut. Oh, von daher kann ich es nicht. Okay. Da, ich kann nicht durchschießen. Ich dachte, hier wäre noch irgendwo so ein Samentopf. Ich sehe hier leider keinen. Was ein bisschen ärgerlich ist. Wo war der? Da. Perfekt. Perfekt. Okay. Okay, die Dinger sehen so ein bisschen gefährlich aus. Die schießen wir mal lieber weg, bevor wir uns da selber gegen... wo wir selber irgendwas machen. Der Garten des Friedens, ja. So friedlich ist es ja auch nicht, muss man zugeben. Aber nein. Oh. So, komm her, du. Okay, Abkürzung frei von der Seite. Okay. Gut. Wir haben schon viele abgemurkst hier gerade, ne? Das andere Ding schießt auch mal frei. Abkürzungen sind immer gut. Für uns zumindest. Tot. Oh. Na, guck mal.
Das ist natürlich cool, dass man so ein bisschen die Umgebung mitnutzen kann. Das macht natürlich echt Spaß, denn. Das ist wirklich lässig. Oh, hier ist noch ein Schalter. Sehr gut. Jetzt freut er sich doch, der Topfkopf. Kopftopf. Wer ist er? Topfkopf. Hurra! Jetzt ist es uns möglich, voranzuschreiten, mein getreuter Kamerad. Zunächst aber wollen wir uns einen Augenblick der Ruhe gönnen. Komm, nehmen wir Platz. Ah. Ach, süß. Wie ich zu Anfang unserer Begegnung erwähnte, erinnerte mein Erscheinungsbild Dame ebenfalls keinesfalls an Kochgeschirr. Diesen unziemlichen Fluch habe ich der boshaften alten Dame zu verdanken, die in der Villa jenseits der prachtvollen Gärten residiert. Ich gehe davon aus, dass du ihretwegen hier bist, nicht wahr? Gewiss ist ihre Seele prall geschwollen und erntereif aufgrund ihrer unnatürlich verlängerten Lebenszeit. Ich trachte lediglich danach, der alten Hexe zu konfrontieren und aufzufordern, ihre keramische Missetat rückgängig zu machen, damit ich wieder so stattlich aussehe wie zuvor. Ich galt einmal als ausgesprochen gut aussehend. Oh. Möchtest du Suppe? Komm. So ein little bit Suppe? Warum nicht? Also ich meine, okay, will er wahrscheinlich nicht, weil er ein bisschen Angst hat davor. Aber ich muss einmal kurz hier. Ja. Ich wollte mal kurz gucken, ob ich an der Helligkeit was machen kann. Ein bisschen heller ist so. Lass uns weiterziehen. Okay, machen wir. So, was steht hier? Krähentipp. Einige Projektile kannst du mit einem Schwertschlag abwehren. Okay. Oh. Ah, okay. Gut. Das ist ja cool. Ah, okay, warte mal. Ah, okay. Das ist auch nicht schlecht. Oh nein. Wenn man einmal daneben tippt, das ist natürlich ärgerlich. Wo wir genau hin müssen, weiß ich noch nicht, aber wir kommen schon dahin, wo wir hin sollen. Okay. So, wollen wir alle killen hier. Also die Gegner sind so leicht, aber wenn es zu viele sind, dann kann es schwierig werden. Ansonsten ist es ziemlich cool. Oh, warte mal, hier ist noch einer. Wir müssen uns den Garten mal angucken, genau, dass wir nicht, dass wir irgendwas übersehen hier. Da hinten ist auch noch was. Hm. Überlängs, ne? Und hier gibt es auch noch einen Weg hier, einen Schleichweg. Ne, schade. Da kommt man durch irgendwie. Aber anscheinend nicht. Gut. Hier gibt es noch so zwei Wege. Einmal hier oben hoch und einmal da hinten längs. Ich gehe jetzt nicht hoch. Und, oh, hier warten wir wieder. Da bist du, mein Freund. Ich würde eine prächtige Statue abgeben. Findest du nicht? Ha! Aber willst du mir schon was erzählen? Hier sind wir jetzt also. Dieses Gebäude sieht nicht weiter gefährlich aus. Es hat fast schon etwas Beruhigendes. Und dennoch, da steht's auf der Hut. Dort drin erwarten uns ungeahnte Gefahren. Jetzt wollen wir in den Abgrund des Abenteuers tauchen und uns in den Rachen der Beste begeben. Gemeinsam. Bevor wir das machen, forsten wir doch erstmal hier hinten nochmal weiter kurz. Weiß nicht, ob da jetzt auf mich wartet, aber ich glaube, macht keinen Sinn da jetzt. Lass mal gucken, was es hier noch gibt. Garten der Liebe. Hm? Was steht da? Das Familiengrab. Okay, die bauen sich wieder zusammen. Also kann man hier bestimmt irgendwas Rätselmäßiges machen. Wir holen uns erstmal das Teil da. Kleiner Samen. Die können wir auch so ein bisschen aufsparen, damit wir die immer in der Nähe haben. Ach, guck mal. Die beiden sind kaputt. Okay, jetzt müssen bestimmt fünf kaputt gemacht werden. Und das ist ein Rätsel garantiert. Müssen wir erstmal rausfinden. Können wir noch nicht.
Aber irgendwo gibt es bestimmt einen Hinweis darauf. Ist die Frage nur wo. Hier anscheinend noch nicht. Hier oben vielleicht. Aber wie war schon ein Schalter? Gut. Da geht es ja zum Untergrund. Wo wir gar nicht hin wollen. Okay. Also viel können wir jetzt hier gerade nicht eigentlich machen. Aber wir können nachher auf jeden Fall hier so einen Weg gehen. Gut, dann gehen wir erstmal hinter ihm her. Und gucken, was uns da unten so erwartet. Bin ein bisschen gespannt. Geh nur wacker voran, ich bewache die Tür. Da machst du das. Ah, okay. Habt ihr die Bilder gesehen hier? Da sind überall so Keramikfiguren drauf. Okay, hier können wir auf jeden Fall einmal zurückkommen. Das sollten wir doch tun. Einfach, damit wir uns einmal neue Energie holen. Dann geht er gleich nochmal rein. So. Genug Punkte haben wir eh noch nicht, um da was Neues zu kaufen. Deswegen. Okay, warte mal. Müssen wir einen nur kaputt machen? Ich hätte gedacht, dass man vielleicht einen nur kaputt machen muss. Nee. Okay, hier können wir auch nichts machen. Hier können wir auch nicht rein. Also wir müssen irgendwo Feuer herbekommen, um da reinzukommen. Gehen wir hier hoch. Eine abgefahrene Villa. Okay, die gehen alle wieder heile. Die gehen alle wieder heile. Reden. Leben der Schnitter. Es hungert nicht nach Seelen. Okay, wenn wir ein paar Seelen haben, um da reinzukommen. Hier müssen wir schon nochmal einen Samen, den nehmen wir gleich mal mit. Schon zwei. Okay, wir haben überhaupt keinen Schlüssel und gar nichts. Also wie, was sollen wir denn jetzt hier machen? Da können wir nochmal was einpflanzen. Brauchen wir jetzt hier aber noch gar nicht. Warte mal. Nee. Das glaube ich gar nichts. Ich frage, was wir hier machen sollen, ne? Ach, hier geht's noch weiter, okay. Habe ich gerade eben gar nicht gesehen. Alter Schwede. Okay, ist keiner. Wir gehen auf jeden Fall die Tür auf. Hier, drücken wir die auf. Ja, okay. Aha, okay, warte. Alter Schwede. Na gut. Aldo, ich wollte das Ding in der Mitte treffen. Aber ich habe beide erstmal außen rum getroffen, außer das Ding in der Mitte. Wohl auch ein. Wie kommen wir da hoch, ist die Frage. Können wir das hier schieben? Nee. Ja, wir können da hochklettern, okay. Ah, warte.
Okay, da ist der Schlüssel. Sehr gut. Okay, es gibt wahrscheinlich verschiedene Schlüssel. Lass uns trotzdem mal hier hochgehen kurz. Sehen, wo wir dahin kommen. Okay, dann müssen wir vier zerstören. Drei, zwei. Da ist auch noch einer, habe ich gesehen. Muss auch schnell. Da, versteckt. Da muss da oben auch noch einer sein, damit wir dieses Türchen da aufbekommen. So. Na komm. Achso, können wir so machen. Also die Tür auf. Perfekt für uns. Können wir runterflattern? Klar. Gehen wir da rein. Okay, Spinnenweben kann man wegbrennen. Perfekt. Ah, okay. Na, dumm. Das kann ein bisschen dauern hier. Muss man ein paar Mal hin und her schießen. Und leider habe ich auch gar keinen. Weiß mehr zum Schießen. Wie sehr ehrlich ist. So, mal wieder was zu schießen. Dafür sind die ganzen Krüge auch gut genug. Der kann doch jetzt den da drüben abschießen. So. Spinnenbeben weg. Alles weg. Okay. Oh Mist, falsche Richtung. Na, siehst du. Kleiner Zwischengegner. War jetzt auch nicht so schlimm, aber. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet, dass so ein kleiner Typ kommt. Obwohl wir bei Zelda kommen auch mal so kleine Zwischengegner. Deswegen anscheinend habe ich doch damit gerechnet. Was ist das? Seele befreien. Machen wir mal. Man hat uns hier zurückgelassen. Ich glaube nicht, dass noch jemand kommt, um die Tür zu öffnen. Okay, wir müssen 4 Punkte, sehe ich da. Die müssen. 4 Punkte müssen da. Oh, müssen da betatscht werden, also. Wieder zurück. Irgendwo ging gerade eine Tür auf. Gehört. Da, kleiner Weg. Guten Tag! Das ist ja mal eine Überraschung, dass mich hier eine Krähe besucht. Heißt das, die Vereinbarung gilt nicht mehr? Was macht denn so ein putziger Vogel in meinem kleinen Häuschen? Lass mich hier längs. Okay. So, können wir irgendwann die Tür jetzt aufmachen? Machen wir die auf hier, oder? So, egal, welche Tür wir aufmachen. Hauptsache, wir kommen irgendwie weiter. Wow. Shit. Den hätte man abschießen sollen. Gut. Okay, da kommen wir längs. Okay.
Okay, da ist noch so eine. Kann ich ihn wieder einsammeln mit dem Bogen? Nee. Wie kommt man da denn hin? Wie komme ich denn da hin? Zu der Seele, die unten liegt? Die einsammeln kann. Weiß keiner, ne? Ding auf. Oh. Oh, oh. Da können wir noch so einen Samen holen. Den holen wir uns auch nochmal schnell. Sehe ich gerade. Okay. Gut, wir haben jetzt ein paar Samen schon mal. Das ist schon mal nicht schlecht. Oh. Ja. So, jetzt hat sich die Tür hier geöffnet. Hier nochmal rein. Den Schlüssel brauchen wir. Okay, da kommen wir hoch. Okay, kann ich kaputt machen? Da können wir wieder hoch. Da können wir jetzt hochklettern. Den trotzdem erstmal hier links. Na, guck mal hier, bin ich hier unten drin. Das kann ich im anderen Raum bestimmt auch machen. Habe ich aber nicht gesehen. Blöd. Mal. Und dann klettern wir hier hoch. Ach nee, jetzt weiß ich warum. Ah, okay. Und hier muss ich darauf schießen. Weißt du? Gedacht. Dann haben wir nochmal einen Schlüssel. Jetzt können wir auch darüber kommen. Müssen wir einmal hier. Ja, okay. Hier weiter können wir auch hier durchgehen. Ist eigentlich egal, ob wir oben rum oder unten rum gehen. So. Na, egal ist es nicht, aber. Ich muss echt auch was irgendwie runterpurzelt. Da kannst du schnell laufen. So. Okay, ist eine kleine Abkürzung. Jetzt können wir auf jeden Fall mal einen Samen pflanzen. Und den ernten. Da geht's. Okay. Oh. Komm, Mist. Nervig. Oh. Oh. Nein, hab ich erwischt. Oh nein! Tot! Shit. Das war wirklich ärgerlich. Aber wo fangen wir wieder an? Am Arsch der Welt? Ah, fängt echt wieder hier vorne an? Okay. Na gut, ist nicht so schlimm. Das war ja eigentlich nur da hoch, ne? Und wir haben die Abkürzung freigemacht. Das heißt, wir kommen relativ schnell hin. Behaupte ich mal. Trotzdem ärgerlich.
Aber jetzt kann ich auch auf jeden Fall diese Seele noch bekommen, die eine, oder? Das habe ich gar nicht, habe ich mich erst gar nicht gecheckt. Aber Mann, jetzt habe ich runtergelaufen, das war dumm. Weil jetzt kann ich einfach durch die, fällt mir gerade auf, hier durchgehen. Da habe ich gerade eben nicht gecheckt, dass ich hier durchgehen kann. Oh Gott, gleich mal 100 Stück mehr. Natürlich sehr gut. Gehen wir hier rein, ne? So. Dann gleich hier hoch. So, jetzt müssen wir ein bisschen taktisch vorgehen da. Wir müssen ihn auf jeden Fall relativ schnell platt machen. Okay. Nein! Oh, ich bin extra weggesprungen. Oh nein! Ich dachte, das kann ich aufsammeln, das kann ich gar nicht. Puh. So, noch eine Seele, die wir befreien müssen. Sie sagten, ich würde ewig leben. Aber mit einem Tiger als Kopf? Nein, danke. Okay. Noch zwei. Da ist sie schon wieder. Ach du liebe Güte, wie sieht's denn hier aus? Meine schönen Ohren, alle zerschmettert. Ich wollte sagen, bitte entschuldige die Unordnung, Schätzchen. Ich war nicht auf den Besuch eingerichtet. Ja, ich glaube, du bist nicht so lieb, wie du sagst. Kann mir nicht vorstellen. So, nächste Tür öffnen wir. Da drüben auch eine Tür, ne? Also, so runter. Ja, die machen wir auch. Komm her. Affe. Danke, aber jetzt müssen wir erstmal das da bekommen. Jetzt werden wir da mal hier hoch. Komm. Also den Samen wollte ich haben da drüben. Der ist, glaube ich, ganz praktisch. Boah, ich bin hier runtergesprungen fast. Hier durch? Ne, kann ich, okay. Gut, hier wieder links. Ja, okay. So, den nächsten Schlüssel haben wir auch. Der schon mal gut ist. Ich mach die kurz kaputt, damit ich noch ein paar Schüsse hab. So. Die hat ein witziges Schloss, hat die gute Frau, oder? Noch ein Samen. Okay, jetzt haben wir schon 5 Stück. Das ist natürlich sehr cool eigentlich. Oh. Okay.
Waren wir hier schon mal? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Geh mal hier rein. Hier ist ein schönes Bett. Ah, hier. Ein großes, feines Bett. Obwohl. Kann ich von hier schießen? Nee. Cool, dann müssen wir es vom Bett aus machen. Perfetto! Na. Oh. Wir haben ein bisschen Leben verloren, ein bisschen Leben gelassen. Aber, guck mal da. Perfekt. So, gleich gepflückt die Kram. Und weiter geht's. Gegner, Gegner! Oh, Mist. Oh, Mist. So, der ist kaputt auf jeden Fall. Die Gegner hier killen. Wow. Okay. Gut, aber haben wir ganz schön viel Leben gelassen, wie man sieht. Weiß nicht, ob ich nochmal rausgehen kann und krieg dann hier das... Nee, der ist tot. Schade. Gut, versuchen wir weiterzukommen. Ohne jetzt drauf zu gehen. Wäre natürlich ganz super wäre das. Aber hier können wir schon mal den Schlüssel. So, es fehlt noch ein. Also Schlüssel nicht. Ich fange langsam an, die Autorität des Lords der Türen anzuzweifeln. Vielleicht ein bisschen spät, wo ich doch längst tot bin. Okay. Es fehlt noch ein Punkt dafür. Da können wir uns aber gleich noch mal heilen. Sehe ich gerade. Jetzt rauskommen, ohne zu sterben, heißt das natürlich. Jetzt treffen wir die gute Frau bestimmt nochmal. Da ist sie. Ach, Herr Jemi, du bist doch wohl nicht schuld an diesem drunter und drüber. Ich bin nämlich nicht sehr gastfreundlich zu irgendwelchen Viechern, die so mit meinen Kindern umspringen. Nimm dich bloß in Acht, Schnitter. Okay, sie scheint nicht so nett zu sein, wie sie aussieht, die gute Dame. Okay. Da geht's runter. Ich wollte mal gucken, hier gab es ja noch einen Raum. Ist da irgendwas drin? Warte mal. Ja, okay, ich dachte, warum kann man denn hier hoch, wenn man nichts machen kann? Ach klar. Ach guck mal, da spiegelt sich was unten im Boden. Ach, guck mal da. Da ist die zweite. Wo sind die anderen denn? Da ist noch eine. Warte, die muss da oben sein. Nee. Hä? Da spiegelt sich doch was hier unten. Ich kann nicht da hochkommen. Hä? Hier stand einer, hier stand einer. Das sind zwei Dinger.
Ach, die Tür ist aufgegangen, weil ich hatte zwei schon berührt. Habe ich gar nicht gesehen. Am Schrein beten. Was passiert da? Der alte Schrein überreicht dir ein Bruchstück von einem Magiekristall. Wenn du vier davon sammelst, wird deine magische Kapazität über ihre Grenzen hinaus erhöht. Okay. Danke. Okay, habe ich das vorher nicht gesehen? Aber jetzt haben wir ja was. Habe ich wahrscheinlich in anderen Räumen auch schon irgendwas übersehen. Oder vielleicht auch nicht, mal gucken. Hui. So, noch eine Tür. Und dann haben wir es geschafft. So. Da sitzt er. Wie läuft die Erkundung, Kamerad? Diese Villa ist dunkel und beherbergt merkwürdige Kreaturen. Bitte sei wachsam. Okay. Warte, wir holen uns auch das Leben hier oben. Und dann... waren wir ja schon. Hier waren wir doch schon. Wo ist denn die letzte Tür? Wir sehen irgendwo. Muss das hier schon angemacht werden als mit Feuer oder wie? Aber wie? Leben der Schnitter, es hungert mich nach Seelen, ja, okay. Noch mehr Türen kenne ich hier, sehe ich hier gerade nicht. Bin ich noch irgendwo nicht längs gegangen? Ich weiß es nicht. Hier geht's nur raus, okay. Also wir haben ja noch einen Schlüssel, das heißt, wir müssen irgendwo noch reinkommen können. Bloß wo? Und da kommen wir. Gibt's auch nichts anderes, ne? Ich überlege, ob ich irgendwas übersehen habe. Irgendwo. Ich glaube fast nicht. Gehen wir hier rein? Ich glaube, hier irgendwie doch eine Tür noch übersehen, die irgendwo drin ist. Hier unten vielleicht? Nee. Schauen wir kurz. Ne, hier haben wir auch die coole Tür aufgemacht. Und eigentlich war hier auch nichts anderes mehr. Ihr seid hier. Nee. Die muss ja irgendwo anders sein, die Tür. Bloß wo? Hm, wo kann die Tür sein? Das ist die Frage, wo kann die Türe sein? So, die drei Türen haben wir. Das ist hier unten eine Tür, aber wie komme ich... Kommen wir da rein, ran. Weiß ich auch nicht. Hm. Mann. Ja,
Hat alles schon geschafft jetzt hier. Das ist ja irgendwie ein bisschen komisch. Nein, das ist Quatsch, hier längs zu laufen. Ist es wirklich. Das bringt nichts mehr. Der Hahn ist ja alles aufgemacht, das ist so. Oder war da noch was? Ich bin noch ganz so durch. Nee. Das macht keinen Sinn. Also er... Ihm dürstet noch nach irgendwie... Das sieht aus wie so ein Geheimgang da, aber das glaube ich nicht. Kann man ihm mal reden, wenn er was sagt? Eigentlich ist Kämpfen nicht so mein Ding, mir liegt eher der Gartenbau. Der spitze Dorn kann mich nicht erschüttern, doch ein böser Absicht mit Schwertern aufeinander zu gehen, ist eine ganz andere Hausnummer. Sei dennoch getrost, Schnabelos, ich werde diesen Eingang mit nimmermüden Eifer verteidigen. Hä? Ich weiß echt nicht, wo ich hin soll. Das ist das Problem. Also wir können ja nochmal ganz rausgehen, vielleicht bringt das ja irgendwas. Gibt es ja draußen auch noch irgendwas, wo man eine Tür aufmachen kann oder so? Okay, es geht da raus. Und draußen? Kann man da irgendwas machen? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht. Okay, da kommen die alle wieder. Nee, also das macht irgendwie keinen Sinn. Also es muss schon da drin irgendwas sein. Aber wieso sehe ich denn diese dritte, die vierte Tür nicht? Die muss doch irgendwo sein. Da können wir uns wieder Leben holen, okay. Aber... Einen anderen Weg gibt es nicht. Es gibt ja einfach keinen anderen Weg. Nee, gibt's wirklich nicht. Es gibt hier keinen anderen Weg. Das ist irgendwie blöd. Das ist doch echt blöd. Hier gibt es ja, guck mal, wir brauchen gar nicht hingehen. Hier haben wir die nur befreit, aber es muss doch irgendwo noch eine Tür geben. Wozu haben wir diesen Kackschlüssel, wenn wir nirgendwo rein können? Bin ich so blind bei irgendwas? Super. Ich sehe hier auch nichts anderes, was irgendwie woanders hinleiten kann. Ich kann hier nichts wegschieben oder irgendwie was frei machen. Ich behaupte, dass das diese Tür ist, aber da ich ja das hier nicht anzünden kann, oder muss ich hier hingehen und irgendwas kaufen, was ich anzünden kann? Ich glaube nicht.
Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Gehen wir kurz hier runter. Gucken wir mal, ob wir da irgendwas uns besorgen können vielleicht. Nee, das ist nix. Ich glaube, es ist auch nicht Sinn der Sache. Ich glaube, man muss das ja da irgendwie finden. Also man muss ja irgendeine Fähigkeit finden, die man dann nutzen kann für irgendwas. Oder kann ich irgendwo Feuer mitnehmen oder so? Das ist doch irgendwie... Warte mal. Gibt's jetzt auch noch irgendwo einen Geheimweg? Jetzt nicht, aber. Gehen wir durch. Spiegelt sich hier so viel am Boden, aber ich sehe hier auch nichts Besonderes, ne? Nee. Hä? Guck mal, hier waren wir noch gar nicht. Okay, hier waren wir ja noch gar nicht. Gut, da können wir schon mal einen Samen holen. Okay, gut, da haben wir einfach mal was übersehen. Aber jetzt kann ich hier jetzt noch einen Schalter. Wofür ist der denn? Okay. Dann fällt mir wieder nach oben. Gut. Ah, okay. Wahrscheinlich müssen wir uns Feuer von da irgendwo holen. Behaupte ich mal. Das ist, glaube ich... machbar. Thronsaal hier, das ist das. Oh, dann reden wir. Wollen wir tanzen? Oh. Oh, der Affe. Okay, müssen wir schon aufpassen hier bei dem. So. Okay. So, höher geht's. Okay, hier müssen wir ein paar Dinger wieder abschießen. Nein! War dumm. Ah, das ist ein Seele auf dem Kronleuchter. Wir wollen uns mal holen, die Seele, oder? Okay. Also die hängt ja da oben, die kann man doch bestimmt noch holen irgendwie, oder nicht? Vielleicht kein Leben, wenn ich da links gehe. Nein, ich wollte rollen. Ah. Kleine Schnitter läuft da immer hoch. Warte mal, vielleicht kann ich die Kronleuchter einfach runterhauen.
wahrscheinlich mehr Sinn, ne? So. Perfekt. So. Das Flüstern ist immer so witzig, finde ich. Das ist ein bisschen was Geheimnis für das Ganze. Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwas finde, was Besonderes. Was denn? Du hast einen alten Verlobungsring gefunden. Jetzt fehlt dir nur noch jemand, der dich heiraten würde. Gibt's wahrscheinlich keine. Ja. Mal zurück. Hier längs. Okay, warte mal. Ich nehme mich alle anzünden muss, aber ich mache es einfach. Leiter. Da ist auch immer. Okay, da können wir nochmal hoch. Da können wir jetzt hier mal was wegbrennen. Gehen immer in eine Ecke. Ja, okay, ich dachte, das ist irgendwas. Weiß nichts. Okay, das sieht irgendwie nicht so gut aus hier. Sieht schon so ein bisschen nach Gegner aus. Naja, was soll's. Gehen wir mal rein, gucken mal, was da ist. Nee, okay, da ist der andere Raben, okay. So, der letzte. Warum ist die Tür zu? Wie komme ich jetzt zurück? Okay. Nun denn, kleine Krähe. Du bist hier nicht mehr willkommen, so ganz und gar nicht. Erst bringst du meinen dämlichen Enkel durcheinander und füllst deine Schädel mit unsinnigen Flüchen und dergleichen. Und dann kommst du auch noch ins Haus und zerschlägst mir meine schönen Ohren. Ich will doch nur helfen. Wenn du meinen Keller betrittst, gibt es ganz großen Ärger. Vielleicht rede ich sogar mit deinem Arbeitgeber. Obwohl, eigentlich lege ich keinen Wert darauf, den alten Spinnen noch einmal zu begegnen. Ein Schlüsselloch im Kopf? Wer kommt denn auf sowas? Jetzt fliegst du raus, kleine Krähe. Ach, guck mal, hier gibt es eine Seele. Aber immerhin. Nur, ne? Ich meine, da freue ich mich natürlich mega drauf, dass ich eine Seele habe. So, müssen wir den Keller finden. Ist das hier einfach nur eine Abkürzung? Sollen wir runtergehen? Perfekt. So, jetzt geht's ab zur Oma. Mal gucken, was sie sagt. Alle Lücken glühen mit einem überirdischen Licht. Ist die Tür jetzt offen? Wenn ich mich nur ein bisschen mit Türen auskennen würde. Bevor du weitergehst, Schnabelnase, muss ich dir etwas gestehen.
Die alte Hexe in diesem Haus ist nämlich meine Großmutter. Sie hat mir diesen verflixten Schädel angehext beim missglückten Versuch, mich unsterblich zu machen. Sie war völlig verzweifelt, als mein Großvater starb und hat es sich zur Mission gemacht, unsere ganze Familie am Leben zu halten. Und zwar für immer. Aus ihrer Nachforschung zog sie den Schluss, man müsse nur seinen Kopf durch eine Uhr ersetzen und schon steht man in den Büchern des Todes nicht mehr verzeichnet. Aber ich habe mich gewehrt und im Handgemenge ist der Zauber gründlich schiefgegangen, wie du siehst. Mein Kopf ist jetzt ein Topf. Ich fürchte, sie lebt schon zu lange und dadurch ist ihre Seele angeschwollen und verdorben. Ich habe direkt in diesem Land schon oft gelebt. Du bist ein Schnitter. Ich bitte dich jetzt recht herzlich, setz ihren Leiden ein Ende und geleite ihre Seele ins nächste Leben. Vielleicht kann sie dort wieder Frieden finden. Wir probieren's. Kann nichts versprechen, aber ich probier's. Sei auf der Hut, lebender Schnitter. Okay. Jetzt bin ich gespannt. So ein bisschen. Okay. Hier kann man schon auch später Feuer einsetzen. Können wir jetzt noch nicht. Eine Schatztruhe. Nehmen wir auch lieber nur die Schatztruhe statt ein Monster. Das ist ja nicht mal eine Riesentruhe. Alter Schwede. Okay. Das ist mal eine miese Truhe. Habt ihr. Okay, ich sehe schon. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Scheiße. Okay, wir können ja damit ein bisschen treffen. Oh, fuck. Okay, das ist ein bisschen schwieriger als gedacht. Aber wir schaffen's. Ich glaube, ich nochmal versuchen. Dumm. Los geht's. Habgier. Komm schneller. Oh nein! Was ist denn das? Ich hab doch drauf gedrückt. Oh. Achso, nicht getroffen. Okay. Da ist noch einer da. Okay. Oh, Mist. Gleich schon getroffen, der Arsch. Eigentlich kann man das ganz gut. Fällt mir gerade eigentlich ganz gut. Time hier. Okay. Die sind blöd jetzt. Wir haben fast kein Leben mehr, wenn ich nicht will. Okay,
Ah, oh, okay. Aber es ist machbar. Ich hab jetzt eine Idee. Also einen Plan. So. Okay, wir probieren es nochmal. Eigentlich ist es ganz leicht. Man muss eigentlich nur so einen Kreis rein, so ein bisschen. Wie ging es doch eigentlich? So, warte mal. Oh. Oh, okay. Nein! Oh Mann! Das war ärgerlich gerade. Das war ein vermeidbarer Tod eigentlich. So. Also wieder die. Einfach nur wieder wegrennen, würde ich sagen. Schnell sein hier. Ja, komm schon. Jetzt kommt der große Riese nochmal. Nein! Der bekackte Dreher. Nein! Oh, komm schon. Shit. Wow. Der ist auf jeden Fall kaputt schon mal. Okay, den haben wir noch hier. Ja. Oh, ne. So. Blöder Affe. Ah. Und jetzt? Jetzt gibt mir Gold. Wow. Ein Geschenk von Krähe zu Krähe, das dir bei deiner Mission helfen soll. Was ist es? Eine Krone? Flammenzauber erhalten. Drücke, um zum Flammenzauber zu wechseln oder um wieder zu den Pfeilen zu wechseln. Geil. Aha, jetzt haben wir das. Habe ich schon gedacht, dass es noch kommt, aber... Muss
wusste man vorher auch nicht. Perfekt. Das nenne ich auch mal einen geilen Zauber jetzt. Dann kriegt man nach und nach seine Fähigkeiten. Jetzt können wir noch mal kurz zu unseren Leuten gehen. Warte mal. Komme ich da rüber? Nein, wann lerne ich denn endlich springen? Oh, warte doch. Ich weiß auch wie. Cool. Sehr gut. Wie kommen wir wieder zurück, ist die Frage. Frage, wie wir zurückkommen. Nein! Okay. Ach, guck mal. Ach, hätte ich auch da hinten einfach nichts gehen können. Wusste ja keiner, ne? Na gut. Da kriegen wir noch mehr. Gucken wir uns auch noch. Nein. Ja, bevor wir das machen, müssen wir kurz hier hochgehen. Da war doch noch irgendwas, ne? Können wir hier links gehen? Dies scheint das Zurücklassen eines Schnitters zu sein. Wir wurden angewiesen, eine Reihe von offenen Türen in der Umgebung der kürzlich aufgetretenen anomalen Energiewelle abzuschalten. Dieses Gebiet war zuvor sehr aktiv, weil Mitglieder der Kommission, der Hexe, bei ihrer Forschung behilflich waren. Nach Halt wurde diese Anordnung umgehend ausgeführt, so dass ich nicht weiß, was aus den Krähen geworden ist, die sich gerade dort befanden. Alle Türen sind jetzt erst einmal versiegelt. Und die außenstehenden Arbeitsaufträge in dieser Zone wurden manuell aufgeschlossen. Das sind merkwürdige Vorgänge, aber ich werde nicht dafür bezahlt, mich damit zu befassen. Ich frage besser nicht nach. Aha. Gut zu wissen. So, wir gehen jetzt mal hier durch. Regenschirm. Du hast einen weggeworfenen Regenschirm gefunden. Bei schlechtem Wetter hält er die Federn trocken. Du kannst dich im Waffenmenü mit ihm ausrüsten. Ja, wirklich? Aber er kann bei Regenwetter deine Federn trocken halten. Ah, okay. Du hast dich also in den alten Büroabteil umgeschaut. Ich habe da drüben im östlichen Sektor, bevor ich das wahre Leben entdeckt und aus dem Hamsterrad ausgestiegen bin. Jetzt bin ich viel glücklicher, aber das Büro war schon hübsch und gemütlich. Na gut. Du scheinst ja draußen jede Menge Seelen aufzutreiben. Wo kommen die denn alle her? So viel Seelenenergie habe ich schon seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen. Ach, was seit Jahrhunderten. Tja, wenn ich cool bin. So. Wir haben runter. Wir haben jetzt ein paar. Jetzt können wir auf jeden Fall noch was kaufen, was Neues. Mal testen, was das so gibt. Ja, pass auf. Okay, wir wollen auf jeden Fall den Schaden erhöhen. Das will ich auf jeden Fall. Und Tempo und Beweglichkeit des Schnitters. Wenn du sie erhöhst, steigert das den Schaden, den Zaubersprüche und Fernkampfmaßnahmen anrichten. Ah, brauchen wir glaube ich noch nicht. Ich glaube, schneller ist eigentlich cooler. So. Sehr gut. Jetzt können wir theoretisch zurück in die Villa gehen und unten aus dem unteren Bereich jetzt machen, oder? Mal testen, ob ich das richtig gesehen habe oder richtig deute, wie ich das deute. Wow, wir sind schon bei 1,5 Stunden. Tut mir voll leid, so schnell lange wollte ich gar nicht spielen, aber naja. So, geh mal rein. Ich glaube, hier geht's zum Boss. Hui. Brennofen Überwachungsräume. Ah, okay. Habe ich schon gedacht, dass es so funktioniert? Okay.
Okay. Ich würde aber trotzdem sagen, dass wir beim nächsten Mal hier weitermachen, denn wir sind jetzt echt schon zu lange drin. Eigentlich wollte ich die Teile gar nicht so lange machen. Ich wollte eigentlich immer nur so 20, 30 Minuten machen und jetzt bin ich schon wieder so voll in Gange gewesen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei und wir machen direkt hier weiter. Vielen Dank. Tschüss.